So, hallo Freunde der Spielkultur. Jetzt machen wir hier einen Doppelgemoppel. Und zwar habe ich Twitch TVs erstmal laufen nebenbei. Und währenddessen nehme ich auch gleichzeitig an, auch für den YouTube-Channel. Die FPS-Rate scheint noch ganz okay zu sein, obwohl er ein bisschen für Twitch TV runterdrosselt. Aber am Ende sollten wir eigentlich ein ganz akzeptables Spielerlebnis noch haben. Obwohl bei Twitch TV, glaube ich, zurzeit irgendwie nur einer zuschaut. Aber macht ja nichts. Ja, fängt mal an. So, dann können wir unser Rathaus mal upgraden. Und dadurch ist ein Rathausmodul verfügbar, was in dem Fall das Bildungsmodul wäre. Was ich jetzt komischerweise überall setzen kann. Dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie so... Ah, ich kann es doch nicht überall setzen, aber ich kann es relativ nah an dem Haupthaus setzen. Dann setzen wir es hier unten hin. Kostet mich 500 in der Stunde, dafür kann ich aber jetzt auch Gymnasien bauen. Und es wäre natürlich ganz praktisch, jetzt auch wirklich mal mit der Bildung zu starten. Oder? Sollte ich nicht dadurch... Ach so, ich muss erstmal 800 Schüler in eine Schule kriegen. Da müssen wir mal gucken. Die meisten wünschen sich aktuell Busbahnhof. Vielleicht sollte ich das zuerst in Angriff nehmen. Gucken wir mal. Der kostet mich 20.000. Kann ich am liebsten irgendwo an eine Ecke setzen. Ja. Machen wir mal einfach hier. Und dann kann ich hier Busstationen bauen. Hab aber dafür eh gerade zu wenig Simillions. Aber ich kann schon mal anfangen, die Busstationen zu setzen. Und sehen dann durch den grünen Bereich, was die alles abdecken. Park-and-Ride-Petition zum Bau genehmigt. Baue schon mal hier so ein recht großes Netz auf. Das ist auch eigentlich eine sehr kostengünstige Variante, einfach Busse zu bauen. Das werden wir gleich bei den Schulen auch nochmal sehen. So, dann nochmal hier hinten, weil Fabrikarbeiter nutzen halt auch sehr gerne Busse. Auch wenn ich aktuell zu wenig habe auf jeden Fall. Für die Anzahl an Stationen, die ich jetzt schon hier aufgebaut habe. Jetzt sehen wir gerade, hier demonstrieren ja auch viele Leute. Sie wissen aber meistens gar nicht, warum die protestieren, sei es schon. Protestieren, natürlich. So. Viel zu wenig Strom. Weil die Stadt wächst jetzt stärker. Weil so Sachen wie Busbahnhof und ja Busse an sich, die erhöhen nämlich die Gesamtdichte von einzelnen Gebäuden. Die orientieren sich nämlich stärker daran, was wir denn so für Geschichten haben in der Stadt, die sie nutzen können, und dementsprechend bauen die sich halt immer weiter aus. So, hier kommen auch schon echt viele Leute hin. Das sind jetzt auch, genau, mittlere Geschäfte. Jetzt haben wir auch gar keinen Bedarf mehr für Geschäfte so an sich. Wir haben einen hohen Bedarf für mittelteure Häuser. Die Feuerwehr kommt angeblich nicht mehr hinterher. Wir sind nicht mehr rechtzeitig gekommen, aber die löschen das gerade doch noch. Man muss immer gucken, man muss Gebäude nämlich auch abreißen, wenn die so zu Trümmern werden. Aber wir wollen jetzt erstmal hier wieder mit Parken ein bisschen die Geschichten aufmodeln. Damit wir hier ein bisschen wohl, also ein bisschen mehr Häuser mit Wohlstand haben. Die Nachfrageindustrie ist übrigens jetzt durchgehend ganz hoch, weil dieses Umschlaglager halt alle Güter aufkauft bzw. einlagert, und solange das nicht voll ist, wird das halt durchgehend weiter so laufen.
So, jetzt müssen wir mal eben Abwasser eine zweite bauen, weil die andere voll ist. Da sind die da unten ein bisschen unglücklich geworden, weil das Abwasserding so nah an den dran steht. Nein! Was soll ich dagegen tun? Ich muss es woanders hinsetzen. Ich muss es leider nochmal planieren und woanders eins hinsetzen. Das kostet jetzt zwar Kohle, aber... Was soll ich machen? Dann baue ich es hier hinten an die Müllanlage. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Da sehen wir, wie die ganzen Abwasserdinger wegkommen. Und jetzt können wir mal hier... So, mit etwas Geschick... Ja, okay, ich hab's richtig gebaut. Und jetzt sollten wir einen richtigen Überschuss wieder an Energie haben. Oh, was hat er mir zu sagen? Der Bürgermeister. Bei 14.995, das ist aber nicht gerade ein vernünftiges Level. Stellen Sie das Maxis Herrenhaus auf. Ja, das muss ich auch noch tun. Vorher müssen wir aber die Dichte hier überall erhöhen und wir müssen noch eine Schule rauszimmern. Obwohl eine Bibliothek auch helfen würde wahrscheinlich. Um die Leute ein bisschen schlauer zu machen. Schon wieder den Bus verpasst, einfach losgefahren. Wie sieht das denn auf der Busebene aus? 37 Minuten Wartezeit und immer höher. Ja, ich muss auch mehr Busse bauen, sonst bringt das alles nichts. Was sagt uns der Bus-Typ? Ja, wir können weitere Garagen bauen, das war auch mein Plan jetzt. 15 weitere Shuttle-Busse. Was bringt mir denn einer hier? Drei. Jetzt sagt er mir plötzlich, nö. Jetzt wären es genug plötzlich, oder? Nee. Ah, doch, jetzt ist genug. Und ich habe die Verbindung zum Server verloren, was zum Glück überhaupt nichts macht, solange ich nicht komplett aus dem Spiel rausfliege. Solange bleibt alles okay. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall schon bedeutend mehr Passagiere transportieren mit den Bussen. Können wir noch hier hinten die hinsetzen. So läuft das doch schon mal. So. Ach, ist das schön. Da kann ich auch immer eben einen Screenshot machen. Für YouTube nachher. So aus der Idylle heraus. Blim, Screenshot. Sie wächst und gedeiht. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Geld für ein größeres Haus. Ladendiebstahl im vollen Gange. War das der Ladendieb? Auf jeden Fall kommt die Polizei gerade um die Ecke. Arbeit auf die Beförderung hin. Oh, sie kämpfen mit den Gangstern. Also besonders dramatisch ist es ja nicht, weil sie setzen sich, glaube ich, hin, wenn sie erschossen sind. Herrlich. Ja, jetzt sind sie alle in den einen Polizisten eingestiegen. Und ja, es sind... Also, ich habe die Grafikauflösung, beziehungsweise die Settings eigentlich fast auf Maximum. Nur Lichteffekte sind etwas niedriger, weil Ultra unglaublich hardwarehungrig war. Und Schatteneffekte sind nur auf Hoch und nicht auf Ultra. Weil das sind halt die beiden Optionen, die wirklich unglaublich an der Performance gezogen haben. So, gucken wir mal, wie die Häuserentwicklung ist oder wie die, warum die Leute nicht so zufrieden sind. Ja, die werden irgendwie auch immer glücklicher mit der Zeit. Aber wir sparen mal eben für die Schule. Schulen sorgen für neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei entsprechenden Investitionen helfen sie beim Aufbau sauberer Hightech-Fabriken.
Ah, sie kostet sogar nur 16.000, dann kann ich sie sogar bauen. Ich brauche nur einen Platz, wo sich das auch vernünftig lohnt. Wo ich dann die Zusatzklassenzimmer auch vernünftig aufbauen kann. Ein roter ist okay. Weil man kann ja die Klassenzimmer auch in die Höhe bauen und nicht nur neben der Schule. So. Jetzt sind die erstmal happy in der direkten Umgebung. Und jetzt können wir auch mal schön Busse hinsetzen. Schulbus halten hier jeden Tag Kinder einzusammeln. Sogar am Wochenende. Das hätte ich aber nicht gern gehabt früher. Oh, hier sehen wir auch wieder schönen Fehler. Setzen Sie den Bushaltestelle an der Straße. Auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Funktioniert aber nicht. Kann ich da hinsetzen. So, dann wollen wir mal unsere ganzen Schüler hier einsammeln. Macht die Leute auch schön glücklich, wenn die Kinder außer Haus kommen. Yeah, endlich! Chantal, Jean-Pascal. Komm, die Schlawine aus der Bude. So. Das sollten alle... hier kann ich auch noch einsetzen. Das sollten alle gewesen sein. Dann können wir nochmal... Ach Mensch, der Bus ist voll. Da muss ich laufen. Ist wie in der Realität. So. Schönes Schildchen. Dann machen wir noch hier die Apfelfahne hin. Dann können wir auf jeden Fall direkt schon mal ein Klassenzimmer bauen. So. Und Busse kann man auch bei Schule nicht genug haben. Kann man direkt so weit wie möglich ausbauen. Ich muss auch gleich weiter... Oh, die Verbindung zum Server ist wieder da. Wundervoll. So, was sagt uns die Gesundheitsversorgung? Es gibt zu viele kranke Leute in der Stadt. Klinik oder ein Krankenhaus? Später. Guck auf mein Konto, das machen wir, wenn es soweit ist. Und wir haben zu wenig Wasser. Das ist natürlich ein anderes Problem. Was jetzt auch ein bisschen größer wirkt. So. Und schon flutscht es wieder. Na? Wir haben schon wieder Bedarf für mehr Geschäfte für mittleren Einkommensschicht. Warum wollen wir noch welche mit niedriger Einkommensschicht? Oh. Mehr Streifenwagenparkplätze. Ja, sorry, dafür habe ich kein Geld gerade. Ach ja, Kohle, Kohle, Kohle. Alles kostet Kohle. Aber die Gebäude werden richtig groß schon. Ist echt nicht schlecht. Wäre natürlich schön, wenn die hier auch mal wachsen würden wieder. Aber dafür muss ich die Erdölindustrie mal anzapfen gleich. Das bringt sonst nichts. Mal gucken, wie viele Kinder wir gleich auch in der Schule haben. Und wir müssen einfach das Busnetz noch weiter ausbauen. Habe ich ja gerade schon erwähnt. So. Noch zwei Busse für die Masse. Ach ja. Es gibt so viel zu bauen. Manche Gebäude bekommen kein Wasser. Aber ich habe doch einen Wasserüberschuss. Das ergibt keinen Sinn. Wir bräuchten ja Wasser, aber hier kommt da überall Wasser hin. Merkwürdige Ausrichtung. Ah, wir können ja auch der Feuerwehr mal hier beim Arbeiten zugucken, wie sie die Peristaltik Drinkco. Lustigerweise, manche Sachen sind Englisch, manche Sachen Deutsch, so wie wir das Geschäft hier mit Burger haben. Hier steht aber günstiger Service. Arachner Termitenbehandlung, günstiger Service gegen Termiten. Nicht schlecht. Ich muss mein Krankenhaus auch mal ausbauen. Sonst gibt das gleich auch schon Probleme.
Patienten 15. Der Witz ist einfach, es wird gesagt, ich brauche mehr. Ich habe aber nur 11 Patienten in Behandlung. Dann bauen wir hier halt noch eine weitere Garage. Dann sollte das ja auch wieder hinhauen. Aber ist einfach, ich muss ein zweites Krankenhaus bauen. Aber es kostet immer viel. Also einmal 20.000 ausgeben ist jetzt kein Pappenstiel. Muss man echt sagen. Brände. Sieht auch nicht besser aus. Müsste ich eigentlich auch hier unten einen weiteren bauen. Oh, da kommt der Krankenwagen und holt den Verletzten ab. Ich finde, die Sims sind schon sehr polygonarm. Da hätte man noch bestimmt was Besseres machen können. Ich glaube, mein Handy hat vibriert. Da muss ich mich leider eben kurz drum kümmern. Es ist sogar Nachrichten von einer Frau. Also war es die richtige Entscheidung, mich eben darum zu kümmern. Komm, gib mir Kohle. Mehr Kohle. Hoher Bedarf an Industriegebieten. Aber ich habe keinen Platz für Industriegebiete. Da fängt der Spaß einfach schon an. Ich bin schon eigentlich an den Grenzen des Gebietes langsam angekommen. Kann ja leider immer noch nicht die Verbindung machen, weil er sich hier einen Ast nicht freut, aber so tut, als wenn das... Ah, unglaublich. In die eine Richtung geht nicht, in die andere Richtung geht nicht. Geht's, Hauptsache es geht schräg, ne? Als wenn sie es erzwungen hätten, dass man irgendwann mal auch eine schräge Straße bauen muss. So, da habt ihr eure mehr Industrie. Das ist eigentlich echt gut, ey, wenn die Sachen ausbauen. Wir können jetzt übrigens auch sehen, hier ist die Dichte der Schadstoffindustrie und hier ist nämlich die Technikstufe. Und umso mehr meine Schule, umso produktiver die ist, umso höher kann ich meine Technikstufe letztendlich kriegen. Wenn ich die Schule jetzt gerade finde, genau hier. Die Schule ist sogar voll, hier muss auch eine Erweiterung drauf. Weiteres Klassenzimmer. Weitere Busse und schon ist wieder die Kohle weg. Es gibt immer noch zu wenig Busse. Ja, ich weiß, die Grenzgebiete von der Feuerwehr, die sind echt schwer zu erreichen für die. Ich schaue gerade im Internet nach, was man bei einem Brand machen kann. Das läuft ziemlich langsam heute. Ja, weil es ein EA-Server ist. Verdammte Hacke. Natürlich läuft das nicht gut. Nein, Moment. Ich will das Rathaus nicht planieren. Wie lange Rathaus-Upgrade kriege ich bei 15.000 Einwohnern als nächstes, ne? 14.995. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Am besten sollten wir wieder ein paar Gebiete auf... Ich frage mich, was ich eigentlich anders gemacht habe, damit ich die Dichte da oben so hoch kriege. Oh, ich wollte gar nicht raus. Wieder rein. Am besten, ich werde einfach nochmal die Busse ein bisschen weiter ausbauen. Weil sie sind ja die ganze Zeit am Beschweren, dass es zu wenig Busverbindungen gibt. Stadt- und Shuttlebus unter der mittleren Einkommensschicht. Der unteren und mittleren Einkommensschicht. Die Pendler können hinten parken und dann in den Bus umsteigen. Hört sich doch toll an.
Aber kostet natürlich auch wieder hier Platz. Den ich natürlich jetzt gerade, ich will ja kein großes Gebäude abreißen dafür. Um nur so ein Pendler-Ding zu bauen. Wird sich wahrscheinlich eh nicht lohnen. Aber die Dichte breitet sich doch aus. Weil jetzt haben wir hier schon. Die werden gleich auch. Hier lebt es nicht gerade gesund. Wir würden gerne zur Schule gehen. Ach, die Schule ist schon wieder voll. So. Ja, dann muss das große Gebäude direkt wieder weichen. Kommt hier so ein mittelgroßes hin. Oh, ich kann ein Gymnasium bauen. Was übrigens denselben Effekt hat, wie hier so eine Grundschule. Nur halt für mehr Leute. Also es ist nicht so, dass die hier wirklich erst auf die Grundschule gehen und dann aufs Gymnasium. Also die beiden Schulen bedienen dieselben Kinder. Ihr wollt eh neulich ein Krankenhaus bauen, aber ich will kein Krankenhaus gerade bauen. So, dann wollen wir mal editieren. So. 647. Mama will nicht zur Schule, bäh. So, jetzt kann ich 950 unterrichten. Also sollte ich eigentlich fast alle Schüler reinkriegen. Die zum Beispiel hier auch um die Ecke laufen und dann verschwinden im Nichts. Wie soll ich die Gesamtdichte erhöhen? Also erstmal bauen wir... Oh, kein Geld. Wer hätte das gedacht? Aber Geld ist ja nur eine Frage der Zeit. Keine Frage des Könnens anscheinend. Nein, ich will nicht mit dir reden über die Gesundheitsversorgung. Toll, da müsste ich auch das Haus da unten wieder einreißen. Lustig, dass wenn der Krankenwagen dahin fährt, ist die Versorgung hier unten gesichert. Es fährt ein Krankenwagen gerade rum. Ich habe aber 4 Garagen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich gebe 200 die Stunde aus für einen Krankenwagen hier. Und trotzdem fährt nur einer durch die Stadt. Während hier überall kranke Sims sind. Fieser Möb, ey. Dann machen wir halt das, was du sagst und machen hier noch einen zweiten hin. Auch dafür fehlt mir auch das Geld noch. Ach ja, Jahre später. 3, 2, 1, komm. Ich will 20.000 Kohle. Es gibt noch so viele unbesetzte Jobs. Piu, piu. Wo wir gerade dabei sind. Screenshot. Dann kann ich auch mal sehen, wie viel Uhr es ist. So, 19.018. Komm. Kohle. Und Verbindung zum Server abgestürzt. Aber macht mir nichts. Man ist es ja inzwischen gewohnt. Und die Verbindung wieder hergestellt. Das ist eigentlich das Highlight des ganzen Spiels. Verbindung da, Verbindung weg. So. Ich glaube, es sind die Grundstückspreise in der Umgebung gestiegen durch die Krankenversorgung. Da fällt mir aber auch ein. Hier hinten kann ich eigentlich
auch ein bisschen einreißen. Oh, das Gebäude ist verlassen wegen Brand. Aber eigentlich ist die Anzahl Krankenwagen vollkommen ausreichend. So. Und es ist vollkommen egal, wie viel Krankenwagen ich auch habe. Die Krankenwagen, man sieht hier, die machen noch Gesundheitsversorgung auch weiter entfernt. Aber das ergibt irgendwie nicht so den richtigen Sinn. Behandle 5 weitere Patienten. Ja, das ist ja jetzt eigentlich schon passiert. Mehr oder weniger. Ach ja. Gestern unterrichtet 647. Oh, viele sind nicht angemeldet, aber warum? Muss ich die Polizei erst kommen lassen, damit die zur Schule gehen? Gucken wir mal. Man kann ja hier in der Bildungsgeschichte anzeigen lassen. Bushaltestelle ist okay. Straßenbahn ist jetzt nicht, ist uninteressant. Bootskarte auch interessant. Windkarte. Bodenverschmutzung wäre ganz interessant. Okay, da sind so ein paar Sachen, die richtig Boden verschmutzen. Keimkarte. Oh, warum machen die da unten denn Luftverschmutzung? Ist auch jetzt egal. Wo ist denn Bildung? Hier ist Bevölkerungskarte. Ja. Viele sind nicht so happy, wie sie sein sollten. Gebäudekarte tendiert zur Expansion, tendiert zum Auszug. Unzufrieden, nicht lohnenswert. Hm. Also muss ich euch alle wieder glücklicher machen. Die müssen echt die letzten D-Dorf-Kinder noch irgendwie dazu überredet werden, in die Schule zu gehen. Aber warum sind die hier unten so unglücklich? Wir lieben die neuen Gebäude, es gibt tolle Läden und Shops. Super. Also eigentlich ist das doch alles optimal. $150.000 für Messegelände. Ich bitte euch. Dann baue ich lieber ein Casino in der Stadt irgendwo gleich. Aber wir müssen eigentlich hier bohren. Wir müssen jetzt endlich, wir warten jetzt darauf, dass wir Öl bohren können. Und dabei mache ich mal kurz einen Break mit dem Übertragen auf YouTube. So, YouTube Ende.